So, hallo, grüß euch miteinander. Ich möchte also heute eine kleine Rollertour machen. Das sind so rund 190 Kilometer ein Weg und dann eben zurück das doppelte 380. Es soll gehen nach Österreich, Bregenz, Feldkirch und so weiter, dann nach Liechtenstein, Vaduz, von Vaduz in die Schweiz, nach Chur, Valbella und dann rauf in den kleinen Ort, das kleine Bergdorf Obermutten. Die Tour selber wird etliche Stunden dauern, da ich keine Autobahnen fahre. Und ja, da bin ich eine Zeit lang unterwegs und auch die Straße rauf nach Obermunden, Schotterwege, mal gucken, habe ich ein bisschen Respekt davor. Wenn ihr Lust habt, bleibt es dabei. Ich nehme euch gerne mit und versuche die eine oder andere schöne Aufnahme zu machen und würde mich freuen, wenn ihr dabei seid und dann sehen wir uns unterwegs wieder. Tschüss, bis später. Ich habe also jetzt Österreich hinter mir gelassen mit seinen größeren Städten wie Bregenz, Dornbirn, Feldkirch und bin jetzt in der Schweiz, in Liechtenstein, so kurz vor Vaduz. Und von dort aus geht es dann in die Schweiz nach Chur und dann sehen wir mal weiter. Ich habe selber noch keinen richtigen Plan, wie es weitergeht und ja, wird schon klappen. Das hier also Liechtenstein. Wobei die Berge da drüben eigentlich schon fast zur Schweiz gehören würden. Liechtenstein ist also nicht allzu groß. Währenddessen die Berge hier oben, darum, das dürften Liechtensteiner Berge sein, die aber auch ganz schön hoch sind. Ja, also das ist ein kleiner Zwischenstand. Weiter geht's jetzt nach Vaduz und Chur. Ich bin also jetzt durch Balzers durchgefahren, immer noch auf dem Weg nach Chur. Das ist also hier irgendeine Burg, ich weiß jetzt aber nicht genau was für eine. Leider habe ich nicht so viel Zeit, um da drauf zu gehen. Also ich wäre normalerweise gern hochgegangen, aber das zieht sich hier ganz schön. Also ich weiß nicht, wie viele Stunden ich heute unterwegs sein werde. Also wie es jetzt ausschaut, sind es 8 Stunden hochgerechnet. Naja, mal schauen. Aber es sieht toll aus hier, die Burg. Und hier jetzt dann rauf in die Berge, was natürlich auch Spaß machen würde, da hochzugehen, aber das ist nicht heute mein Ziel. Außerdem weiß ich auch nicht, ob ich es schaffen würde. Den ganz hohen sowieso nicht. Und den auch nicht, aber mal so in der Mitte vielleicht. Das ist also jetzt hier Chur, einer der größten Städte hier in dem Bereich. Und jetzt bin ich auf dem Weg zur Lenzer Heide. Das ist so ein Touristenort oder Touristengegend. Und von da aus ist es dann immer weit bis zu dem kleinen Bergdorf Obermutten, glaube ich, heißt es. Ich bin also jetzt gerade in Valbella, was so viel heißt, schönes Tal.
Und ich muss sagen, ja, das ist es auch. Schon allein, wenn ich hier diesen See sehe, das sieht schon super aus. Das ist also die, ich glaube, Solisbrücke heißt sie. Das ist die drittgrößte Brücke der Eisenbahnbrücke der Schweiz. Die ist 169 Meter lang, 85 Meter hoch und überspannt den Avola. Das ist also, ich glaube, Avola heißt der Fluss. Der fließt hier unten. Also schon beeindruckend. Für mich geht es also dann weiter nach Mutten oder Obermutten. Das ist also dort oben, ich weiß nicht, man sieht es vielleicht hoch. Das sind, ja, ich sag mal so 10 Kilometer. Und von den letzten 3 Kilometern habe ich ein bisschen Respekt. Die sind schottrig und mit dem Motorrad Schotterweg runterfahren, ziemlich steil, ist unangenehm. Das da oben, glaube ich, das könnte Mutten sein, aber ich muss nur ein Stück weiter rauf nach Obermutten oder Obermutten. Auf jeden Fall eine tolle Gegend hier.
150 Metern. Ich bin also jetzt in Obermutten. Das Obermutten besteht aus 30 Holzhäusern. Und das hat schon was Tolles hier. Das kommt jetzt nicht so rüber, ich kann noch nicht so filmen, weil die sind alle bewohnt. Und ich muss euch sagen, in einem ähnlichen Haus bin ich groß geworden. Man möchte es kaum glauben, dass hier die Leute drin wohnen. Richtig schön, und das ist die evangelische Kirche, aber nicht lutherisch-evangelisch, sondern reformiert-evangelisch. Den Unterschied kann ich euch jetzt leider nicht sagen. Da gucke ich jetzt gerne mal rein, wenn sie offen ist. So, ich gehe also jetzt wieder raus aus der Kirche. Also das ist schon was Besonderes. Das findet man sonst vielleicht in einem Museumsdorf oder so. Und das ist alles hier noch bewohnt. Super. Ja, und das ist die Aussicht von Obermutten.
Hallo Leute, grüß euch. Ich möchte mich also jetzt hier von euch verabschieden. Erstens ist die Kamera hier an meinem Lenker, da sind die Batterien leer. Und zum Zweiten ist der Rückweg jetzt eigentlich der gleiche wie der Hinweg. Die interessanten Sachen des Rückwegs waren noch dabei, durch die kleinen Ortschaften, durch die schmalen Sträßchen. Und jetzt sind es die Hauptstraßen. Kur habe ich hinter mir, jetzt kommt Langquart, Vaduz, Feldkirch, Regensdornbirn. Die größeren Städte, die kennt ihr ja von der Herfahrt schon. Und möchte mich also bedanken, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Vielleicht melde ich mich, wenn ich zu Hause bin, wenn alles gut ist, nochmal bei euch. Damit ihr wisst, dass ich heil angekommen bin. Tschüss denn. Sodele, ich bin also jetzt nach 11 Stunden zu Hause. Das waren 360 Kilometer. Und wie gesagt, 11 Stunden, davon vielleicht eine Stunde Pause, eineinhalb Stunden Film machen. Also es war eine ganz schöne Strapaze dann. Die Kilometer waren jetzt nicht so schlimm mit 360, aber die Zeit. Und Fazit insgesamt, schöne Tour, hat Spaß gemacht, besonders dieses Obermunden und dann dieses Viadukt. Sehenswert, kann man sich anschauen. Nachteil an der ganzen Geschichte, wenn man keinen Pickel und keine Vignette hat, man fährt dann durch die Orte Begens, Dornbirn, Rangweil, Feldkirch, Vaduz, wie sie auch heißen, schöne Orte, aber das zieht sich und es dauert. Man kann nur immer 50, 60 fahren und es haut den Schnitt schon ganz schön runter und dann braucht man elend lang und die Rückfahrt ist dann schon sehr anstrengend. Aber insgesamt bin ich froh, dass ich daheim bin und dass ich diese Tour gemacht habe, war nämlich im Großen und Ganzen eine super schöne, tolle Tour. Zum Wohl.